Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Damen unseres Mädchenchores. 9/11, dieses Datum hat sich wohl tief in unser Gedächtnis eingegraben. Sie alle erinnern sich. Am Morgen vor 15 Jahren, am 11. September 2001, kaperten Terroristen 4 zivile US-Boeings mit insgesamt 265 Menschen an Bord. Ein Flugzeug raste in den Nordturm des World Trade Centers in New York und setzte ihn in Brand. Kurze Zeit darauf krachte die zweite Maschine in den Südturm. Das dritte Flugzeug zerschellte 34 Minuten später im Westteil des Pentagons in Washington. Und offenbar nach einem Kampf im Cockpit stürzte kurz darauf bei Pittsburgh in Pennsylvania die vierte Maschine auf freiem Feld zu Boden. Die Terroranschläge des 11. September 2001, darf man wohl behaupten, haben die Welt verändert. An diesem Tag vor 15 Jahren griffen 19 islamische Terroristen wichtige Symbole der westlichen Macht an und töteten dabei rund 3000 Menschen. Die Bilder der einstürzenden Türme des World Trade Centers gingen um die Welt und lösten überall auf unserer Erde Entsetzen, Angst und Bestürzung aus. Bis auf den heutigen Tag, wo der Terrorismus immer wieder auch neue Qualität erreicht, sind wir dem Terror scheinbar hilflos ausgeliefert. Im Rückblick auf den 11. September 2001 und seine weltpolitischen Folgen könnte aber der eben gehörte Text des Propheten Jesaja wie ein Gegenbild zu den einstürzenden Türmen des World Trade Center in New York gelesen werden. Die fanatischen Täter wollten ein epochales Bild des Schreckens und der Zerstörung schaffen, während dem Propheten Jesaja ein Bild verwandelter Landschaft und veränderter sozialer Beziehung vor Augen steht. Schrecken und Gewalt führen in dieser Welt zu nichts, das wissen wir inzwischen, und müssen doch paradoxerweise scheinbar endlos Wiederholungen von Terroranschlägen hinnehmen. Wider alle Resignation stellt nun der Prophet Jesaja seine göttliche Verheißung in den Raum. Er intoniert den Sieg der Gerechtigkeit inmitten des irdischen Jammertales, einen Sieg über Terror, Gewalt, Tyrannei und Macht. Noch eine kleine Weile, so haben wir eben gehört, dann wird es ein Ende haben mit gewalttätigen Unruhestiftern und Unheilsauslösern und Attentätern. Noch eine kleine Weile, dann finden Taubheit und Finsternis ihr Ende. Noch eine kleine Weile, dann werden die Elenden Lebensfreude finden. Ja, die Ärmsten werden fröhlich sein. Geistesirre und Fanatiker werden dann zu Verstand gebracht werden und Murrende werden aufgeklärt. Nur noch eine kleine Weile, dann werden die Werke seiner Hände, unseres Gottes, wahr werden. Nun, von diesen jesajanischen Weissagungen des Alten Testamentes in das New York unserer Tage, wo vormals auf dem Ground Zero die beiden eingestürzten Türme standen, sind nun zwei große, quadratische Ausschachtungen gesetzt, an deren Ränder Wasser in zweistufigen Kaskaden in die Tiefe stürzt. Der Titel dieses Monuments heißt Reflektierende Abwesenheit, Reflecting Absence. Im Wasserfluss wird das Fehlen der Gebäude und der verstorbenen Menschen reflektiert. Die quadratischen Becken sind des Weiteren umbrüstet und können
von den Besuchern abgegangen werden. Auf den Brüstungen finden sich die Namen der Opfer in Bronzeplatten eingraviert, sortiert nach dem Unglücksort. Fast 3000 Namen sind dort versammelt. Und angesichts von so viel Tränen, Tod und Leid und einer göttlichen Verheißung einer neuen Welt des Friedens, der Gerechtigkeit und des Ausgleichs, den wir in dem jesaianischen Text eben gehört haben, können wir nur miteinander beten. Barmherziger Gott, wir blicken zurück auf den 11. September vor 15 Jahren. Wir erinnern uns an das Entsetzen, das damals alle erschüttert hat. So viel Leben ist zerstört worden an jenem Tag. So viel Misstrauen ist aus ihm erwachsen. So viel Feindschaft durch ihn genährt worden. Die ganze Welt hat sich seither verändert. Angst hat die Politik beeinflusst. Im Krieg gegen den Terror ist so viel unschuldiges Blut geflossen. Muslime stehen bei vielen im Westen weiter unter einem Generalverdacht. Und deren Verbitterung darüber hat sich noch tiefer eingefressen in diese Welt der Muslime. Gott, wir bitten dich, heile die Wunden, die jener Unheilstag bei so vielen Menschen geschlagen hat. Reinige unsere Herzen von Hassgedanken und lass uns allem entgegentreten und allen denen, die Religion dazu missbrauchen, Feindschaft zwischen Menschen zu säen und sie gar zu töten. Nimm uns die Angst vor der Begegnung mit muslimischen Mitbürgern. Lass uns gemeinsam Brücken der Verständigung bauen und miteinander dafür sorgen, dass unsere Kinder eine Zukunftsperspektive haben auf unserer Erde. Amen.